wenn es in deinem Leben heute Schicksalsschläge gibt, zu denen du nicht bereit warst. Wenn es in deinem Herzen kein Fundament gibt, als wäre alles in die Brüche gegangen. Wenn du sagst, Herr, ich vertraue auf dich. Für die Annahme des Wortes Gottes unterstützt Gott dich auf jeden Fall. Und als Folge dessen lässt Gott seine Herrlichkeit in deinen Umständen erscheinen. Wunderbare Worte. Gott schenkt den Demütigen seine Gnade und du demütigst dich. Du demütigst dich und wirst innerlich wiederhergestellt. Du bekommst dann Hoffnung, die nicht von dir auskommt, sondern von Gott persönlich. Das ist ein Moment, von welchem David sagt: Durch mein Herz sprichst du. Sucht mein Angesicht. Wisst ihr, wenn man solche Worte liest, kann man verstehen, dass Gott durch unser Herz sprechen kann. Unser Herz kann mit Glauben von Gott erfüllt sein. In Apostelgeschichte Kapitel 3 wird davon berichtet, dass ein Mann, der von Geburt an gelähmt war, geheilt wurde. Er lief und sprang. Und war unglaublich glücklich. Die Menschen liefen zu Petrus, woraufhin er sagte: Nicht wir haben ihn aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt, sondern Jesus. Es heißt, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Wow, der Glaube, der in das Herz von Petrus und des Gelähmten ausgegossen wurde. Wisst ihr, es gibt Dinge, die von Gott kommen. Als ich über das Leben nachgedacht habe, habe ich mich an eine Situation erinnert. Einst hatte ich den dringenden Wunsch, dass Gott mich ins Gebet und ins Fasten führt. Ich habe verstanden, dass so groß mein Wunsch auch sein mag, ich nicht das Resultat gesehen habe. Von welchem ich geträumt habe, woraufhin ich Gott bat, mich ins Gebet zu führen. Und Gott führte mich dann ins Gebet und ins Fasten. Ich habe 7 Tage lang gefastet. Und daraufhin gab es einen Gottesdienst. Kurz vor Schluss kam der Heilige Geist auf mich. Ich fing an, in Zungen zu beten und zu flehen und zu weinen. Das war unglaublich stark. Der Geist Gottes hat durch mich gebetet. Eine halbe Stunde lang konnte ich nicht aufhören. Ich erinnere mich daran, wie ich dann verstanden habe, dass das die Belohnung war. Es gibt Dinge, die von Gott kommen.
die von ihm kommen. Wenn du also danach eiferst, dass er etwas in dir bewirkt, wenn du im Herzen keinen festen Halt mehr hast, wenn es so scheint, als wäre alles in die Brüche gegangen, kommt der Moment, in dem du dich demütigst und sagst: Herr, ich vertraue auf dich. Die innere Demut bewirkt in dir die nötige Hoffnung und die nötige Geduld. Und als Folge dessen lässt Gott seine Herrlichkeit in deinen Umständen erscheinen. Unser Gott, ihm sei all die Ehre, er ist gnädig. O mein Herr, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wie auch immer die Umstände gerade aussehen mögen, denke daran, dass es Gott gibt, der alles an seinen Platz rückt, der schöpft. Weißt du, dort, wo du es nicht siehst, schöpft er. Dort, wo du es noch nicht weißt, bereitet er schon etwas vor. Deshalb ist dein Vertrauen in ihm wichtig. Um diesen Gedanken zu Ende zu bringen, möchte ich dir heute sagen. Ich möchte dir sagen, dass wenn du heute Schläge erlitten hast, zu denen du nicht bereit warst, wenn du, liebe Schwester, nicht bereit dazu warst, wenn der Teufel deine Beziehung zu Gott augenscheinlich zerstört hat oder deine Beziehung zu Menschen Gottes, zu dem Volk Gottes, nimm das nicht an, nimm das einfach nicht an. Bewege dich nicht in dem, wo der Teufel dich den Berg hinunterstürzen will. Mache das nicht. Bleibe einfach stehen. Du wirst sehen, dass Gott dich aufgrund der Annahme des Wortes Gottes auf jeden Fall unterstützen wird. Er wird dich auf jeden Fall wiederherstellen. Er wird das Böse auf jeden Fall zum Guten wenden. Der Teufel möchte deine Seele zerreißen und dein Herz brechen, doch Gott lässt das nicht zu. Nimm nicht die Realität an, die dir echt erscheint, wenn du mit deinen physischen Augen schaust. Nimm die Realität an, die im Heiligen Geist ist. Das ist die einzige Realität, die uns rettet. Die Realität Gottes. Möge Gott dich unterstützen. Amen.
Diese Sendung wurde dank den Partnern des TV-Senders ausgestrahlt. Um die Ausstrahlung dieser Sendungen zu unterstützen, werde jetzt zu einem Partner des TV-Senders der Mission Erweckung der Welt.